Hey Camper Crew und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, viele von euch haben in den letzten Videos gefragt, was wir denn da so für Zahnbürsten im Bad haben. Und gute Frage erstmal. Und deswegen wollte ich die heute mal in einem Video vorstellen, warum wir uns speziell für diese hier entschieden haben, was die so können, warum wir die immer dabei haben. Viel Spaß bei einer neuen Folge What's Im Erwähnen. Ja, das hier ist also das gute Stück. Und zwar ist das eine Zahnbürste von Matebrush. Ja, wir wollten auch für unterwegs eine elektrische Zahnbürste haben. Und die wir zu Hause haben, die ist eigentlich viel zu klobig, um die jetzt hier jedenfalls dauerhaft im Camper zu haben. Und das fand man dann irgendwie ein bisschen blöd und haben uns dann für diese hier entschieden. Niki hat mal wieder stark recherchiert und eine ganz coole gefunden. Erstmal, weil die halt ja von der Bauform her so mega schlank lang ist. Die passt halt wirklich super cool ins Bad. Ich habe da extra noch mal so einen Halter auf Amazon gefunden, wo wir die so reinstecken können. Der hält die Zahnbürsten auch super, auch während der Fahrt. Da fliegt da nichts rum. Das ist echt praktisch, kann ich sehr empfehlen. Verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Genau wie die Zahnbürsten und das Ganze drumherum. Vom Prinzip her ist es eine Schallzahnbürste. Ich kann die Köpfe hier wechseln, was ganz praktisch ist. Ich ziehe die hier einfach ab, kann da neue draufstecken, kriege die auch problemlos neu nach. Gekauft, das ist eigentlich kein Thema. Das haben wir auch direkt gemacht. Wir haben uns hier so ein Dreier-Set noch mit dazu gekauft. In dem Set dabei ist halt die Zahnbürste plus zwei Bürstenköpfe und eine Ladestation. Die ist auch super klein, super handlich. Per USB-C kann ich die aufladen, die Zahnbürste. Die wird hier einfach reingesteckt. Fupp. Angesteckt, aufgeladen, fertig. Die meldet sich, dauert ungefähr 2 Stunden, wenn der Akku komplett leer ist. Und ist echt mega. Ne? Man sollte halt nur bedenken, hier ist kein Steckdosenadapter dabei. Also hier ist einfach nur USB-C. Da müsst ihr halt mal gucken. Wir bei uns im Camper, wir haben jetzt keine USB-C-Steckdosen, also normale USB-Steckdosen. Da bräuchte ich dann entweder einen Adapter oder halt nochmal so einen Steckdosenadapter oder sowas, ne, wo ich USB-C dann reinstecken kann. Ja, vom Akku her, der hält wirklich super lange. Also da war ich mega überrascht. Ich glaube, wir müssen die, wenn wir so im Jahr machen wir 2 große Touren, sind so ein paar Wochenenden nochmal weg im Camper, ne? Ich glaube, wir müssen die einmal im Jahr aufladen und wir putzen uns die Zähne, wenn wir unterwegs sind. Und das ist halt optimal, wenn man unterwegs ist. Ne? Man muss nicht ständig den Akku aufladen. Der hält wirklich super lange. Ich stecke die einfach nur in diesen Halter da rein, nehme die dann raus. Nächster Riesenvorteil ist wasserdicht, also komplett wasserdicht. Ich kann die mit unter die Dusche nehmen, was super praktisch ist. Das ist so ein Aluminiumgehäuse. Ich finde, das sieht eigentlich auch ganz schick aus. So ein bisschen matt die Oberfläche. Gibt es aber auch in verschiedenen Farben. Wir haben ja jetzt so eine schwarze Variante. Gibt es in blau, weiß, rosa, alles mögliche. Müsst ihr mal gucken auf der Homepage, was euch da gefällt. Was bei den Bürstenköpfen noch ganz cool ist, ich habe ja auf der Rückseite nochmal so eine leicht geribbelte Seite. Das ist für die Zunge. Da kann ich mir auch direkt die Zunge mit putzen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Die Bürstenköpfe selber gibt es in 3 verschiedenen Härtegraden. Also wir haben uns jetzt hier mal für mittelhart entschieden. Wir finden das eigentlich auch sehr angenehm. Kommt dem auch ziemlich nahe, was man da so zu Hause hat für eine Stärke. Es gibt halt noch weich und hart, aber wie gesagt, wir fahren mit mittelhart eigentlich ganz gut. Die Zahnbürste hat auch noch einen eingebauten Timer. Das ist ja eigentlich auch üblich oder kennt man ja auch. Ne? Nach 30 Sekunden vibriert die kurz. Ja, das Set bestehend aus Zahnbürste, 2 Bürstenköpfen, der Ladestation und einem Reiseetui kostet aktuell 129 Euro auf matebrush.de. Ich packe den Link natürlich unten in die Videobeschreibung. Ich packe auch noch einen Rabattcode dazu. 10% bekommt er dann auf die Bestellung. Lohnt sich natürlich mal richtig bei 129 Euro. Ja, Rabattcode CamperVanCrew. Aber alles unten in der Videobeschreibung könnt ihr euch in Ruhe nochmal anschauen. Dann werfen wir nochmal eben kurz einen Blick ins Bad, wie wir die Zahnbürsten da befestigt haben, beziehungsweise an welchem Halter wir die befestigt haben. Und zwar haben wir die hier hängen. Hier ist dieser Halter. Der ist so ein Gummihalter, sag ich mal. Der ist ganz flexibel. Der hat auf der Rückseite so einen Klebestreifen. Den konnte man hier einfach dran kleben. Kann man wahrscheinlich auch wieder problemlos ablösen. Habe ich jetzt aber noch nicht versucht. Aber ich glaube, das geht relativ problemlos. Hält auf jeden Fall super. Ich weiß jetzt nicht, wie lange hält der da jetzt. Keine Ahnung, ein halbes Jahr oder sowas. Und hat mal bisher noch keine Probleme. Man muss nur gucken,
richtig fest, sage ich mal, sind die Zahnbürsten da drin nicht. Ich habe ja hier einfach nur wie so eine Gummilippe, wo die Zahnbürste drin ist. Wir haben die auch hier unten dann aufstehen. Beide so. Also der hält die im Endeffekt einfach nur, dass die ja da nicht so rauskommt während der Fahrt. Ne? Aber das funktioniert. Also es war jetzt noch nicht so, dass wir hier ins Bad gekommen sind und die beiden Bürsten liegen auf dem Boden. Der hält auf jeden Fall. Ja, also ich kann den wirklich sehr empfehlen. Ich finde, passt hier optimal von der Größe her. Ne? Diese Gummilippe hier, das passt sich optimal der Zahnbürste an. Ist nicht teuer, der Halter. Also, falls euch das auch interessiert, guckt da mal rein. Ja, dann war es das mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über ein Like. Abonniere gerne den Kanal, werde Teil der Camper Crew und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.